Okay, also meine Hauptarbeit ist, Unternehmensstrategien für mittelständische und kleine Unternehmen zu entwickeln. Und zwar so mit dem Unternehmer selber. Und mein Ziel ist, dass er eigentlich selber dann seine Strategien entwickeln kann. Und Strategie bedeutet, dass man möglichst weit in die Zukunft schaut, damit man weiß, was auf uns zukommt. Und das war natürlich selten relevanter als heute, wo die so große Veränderungen auf uns zukommen in einer so unglaublichen Geschwindigkeit. Ja? Und ich glaube, vor dem Hintergrund wurde ich eben vor über 20 Jahren Richtung Asien geschickt, um die Kulturen dort kennenzulernen. Und nicht nur die Managementmethoden zu erkennen von den Indern, die sich sehr stark unsichtbar unterscheiden von unseren, sondern eben auch die ganzen spirituellen Dinge letztlich zu erkennen, die eben auf uns zukommen. Und hier haben wir ein lebendes Beispiel dafür. Ja, und so bin ich dann eben auch bei Sri Sri Ravi Shankar gelandet, wo ich gezwungen von meinem Homöopathen dorthin zu gehen, weil ich das erstmal gar nicht eingesehen habe. Okay, und da habe ich dann eben auch indische Geschäftsleute kennengelernt und eben die ganze Spiritualität als Grundlage unseres Lebens eigentlich kennengelernt, was wir eben in Zukunft brauchen, damit wir unsere Firmen auch richtig führen können und damit man überhaupt die Veränderung entsteht, verstehen. Und eines seiner Bücher und Veröffentlichungen behandelt eben die Evolution der Menschheit in Form von Zyklen mit Satya Yuga und also Kali Yuga und Satya Yuga. Diese Begriffe hast du ja wahrscheinlich drauf. Neulich habe ich in Kalkutta einen Vortrag gehalten für die Inder. Genau mit diesem Thema konnte ich natürlich Kali Yuga den Begriff verwenden, weil die das kannten. In Deutschland Ja, kann ich das das ist ja natürlich nicht so interessant. verwenden. Und dann ist es eigentlich mein oberstes Ziel, den Menschen die Perspektive zu geben, wo es hingeht, weil man ihnen dann keine Angst machen kann. Ja, und genau, okay, also ich bin, also ich, heute, das war ja das erste Mal, dass ich sowas überhaupt wirklich im Detail mitgemacht habe. Vor 10 Jahren hatte ich schon mal eine ähnliche Behandlung im Klitzekleinen, die ist aber ziemlich schief gegangen. Das kann ich dann später mal berichten, was dabei rauskam. Und hier kann ich also tatsächlich schon das erste Ergebnis insofern berichten, als ich mich hier in einen Stuhl lehnen kann. Und hier hinten zwickt es nicht mehr, weil die Rippen jetzt plötzlich gerade sind. Das stimmt. Ja, so. Ja. So, also das möchte ich schon mal als Feedback geben. Und natürlich finde ich das ausgezeichnet, wie ihr hier organisiert seid, und wie es euch gelingt, eben wirklich die Menschen hierher zu bringen und dann eben diese Ergebnisse zu erzielen. Denn das ist genau das, was die Zukunft sein wird. Und ihr seid eben, und ich habe dich ja schon Prototyp genannt, ihr seid eben genau das Beispiel dafür, wo die neue Zeit hingeht, weil viele Menschen das nicht glauben können, weil wir ja dermaßen verhaftet sind in der alten Zeit, wo alles so mühsam war, dass das gar nicht sein kann, dass es so leicht geht. Ja, Stimmt. so, also deshalb ganz herzlichen Dank für eure Rolle, die ihr hier spielt. Und ich hoffe, dass es Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten. Und ich möchte euch jetzt schon androhen, dass mein ganzer Tross hinter mir, meine Freunde und Familie, auftauchen werden bei euch. Das ist